Hallihallo und willkommen zurück bei Batman Arkham City. Ich bin der Baume und in der letzten Folge... In der letzten Folge habe ich verzweifelt nach dem Versteck von Zaz gesucht. Und ich könnte wetten, das ist hier, wenn da der Messertyp erstmal uns nicht mehr auf den Sack geht. Genau, so. Und hier war irgendwo eine Tür und da muss es doch reingehen, oder nicht? Das hier ist es doch, oder was? Das muss es doch sein. Ja, jetzt geht's auf einmal auf. Wieso ist er denn das letzte Mal nicht aufgegangen? Okay, gut. Wahrscheinlich hat er irgendein magisches Event nicht getriggert. Wer weiß. So, auf geht's zu Zaz. Jetzt darf ich mir das Psycho-Gequatsche wieder anhören, nicht wahr? Gut, ich gehe gleich mal wieder den Schleichweg hier oben lang. Ich glaube, mit der Tür ins Haus zu fallen ist keine so gute Idee. Das Brett auf. Oder? Guck mal, da rennt er schon rum. Sein Messerchen. Nee, ich möchte ihn lieber überrumpeln. Wie komme ich hier wieder raus? Ah ja, so, genau. Gut, okay. was ist das da für ein Generator? Ach so, stimmt, der ist für diese eine... Du wirst ausgenommen wie ein Fisch. Fisch? Psycho-Junge. Ich glaube, seine Mutsch hat ihn nie geliebt. Du klingst überhaupt nicht schön. Spürt ihr, wie euch die Zeit davonläuft, kleine Schweinchen? Also ich muss sagen, mit der Stimme haben sie sich echt Mühe gegeben. Ihr hofft das vermutlich, dass ich es kurz und schmerzlos mache. Werde ich nicht. Die Freude, die ich verspüre, wenn ich mir diese Mane zu... Das macht Spaß, nicht wahr, kleine Schweinchen? Ich habe mich so amüsiert, dass ich fast vergessen hätte, Batman nochmal anzurufen. Du wiederholst dich. Komm schon, Batman. Wo steckst du? Keine Angst, er wird scheitern. Vielleicht sofort, vielleicht erst später. Ich sehe es vor mir. Ja? Er läuft zum Telefon, versucht verzweifelt den Hörer zu greifen und euch am Leben zu erhalten. Das Spiel ist nicht vorbei. Das ist nicht gut. Ach, da oben ist auch so ein Haken. Okay, gut. Okay. Den habe ich jetzt auf Anhieb nicht gesehen. Ich hätte mich jetzt mit dem Seilwerfer drüber gehangelt. Ich schätze mal, wir müssen uns anschleichen und ihn dann ausschalten. Geh ans Telefon, Batman! Ausschalten! Durch die Scheibe! Sehr geil! Das ging aber fix. Es ist nicht vorbei. Es kann nicht vorbei sein. Meine Klinge wird in den roten Strömen baden, die aus den Löchern fließt, die ich in deinen Körper schneide. Du kannst mir die Narbe nicht verwehren. Die Narbe muss entstehen. Sie ist alles, was ich habe. Naja, vielleicht ein andermal. Ne? Wäre doch schade, wenn es schon so schnell vorbei ist. Komm, wir haben noch genug Zeit. Ja gut, Fallakte geschlossen. Zaz ist ausgeschaltet. Oh, es gab sogar ein Achievement. Wähle Z für Mord. Aha. Ja, gut. Zaz, mein Kleiner. Komm, lass den Kopf nicht hängen. Es gibt einen Morgen. Es wird bestimmt ein Morgen geben. Warum ist die Nacht so schnell vorbei? Was ist denn das hier? Benutzen? Ich benutze es. Ah. Ahahaha. Ahohohu. Warte mal kurz. Ihr politischen Gefangenen. Ja. Ich werde gleich mit euch reden. Ist das Ding jetzt eigentlich immer noch an? Warte mal kurz. Lass mich mal bitte illern. Was haben wir gelernt? Sobald irgendwo Strom ist, ferngesteuerter Batarang. Ah, genau. Und ich weiß auch schon, wohin. Der Tipp mit der Brücke war echt nicht schlecht, den sie uns hier gegeben haben. Oh, das ist aber auch fies mit der Lampe. Ja. Nein. Doch, nochmal, komm. Das ist jetzt ein bisschen schickend. Auch nur ein kleines bisschen. Man kann es jetzt im Glück rumgehen.
So, komm, ich flieg mal gleich hier lang und dann an dem ganzen Klumpertschwupp. Ei, ja, links, 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 links in der Ecke stinkt. So, sehr schön, super. Wir haben noch eine Riddler-Riddle. Riddle-Diddle. So, jetzt können wir auch mit dir quatschen. Jetzt habe ich Freizeit. Dieser Wahnsinnige hat mir in die Augen gesehen und gesagt, was er mit mir tun wird. Ich hatte noch nie solche Angst. Er ist jetzt eingesperrt. Sie sind hier sicher. Ja, genau. Ihr könnt ja nochmal durch seine Käfigwände pinkeln. Ich schulde dir was, Batman. Dieser Verrückte klang so, als hätte er vorgehabt, uns aufzuschlitzen. Hatte er auch. Ja, hier sind sie in Sicherheit. Der geht nirgendwo mehr hin. Achso, wer übrigens die Charakter-Bio-Bio von Seth gelesen hat, da steht ja, dass er sich ein ganz besonderes Plätzchen für die Narbe für Batman aufgehoben hat. Soweit ich weiß, ist dieses Plätzchen nicht sein Pimmel. Nein. Und auch nicht eine Narbe quer über seine Stirn, weil da hat er ja nur vier. Soweit ich das gesehen hatte, in einem Comic hat er sich, glaube ich, eine Narbe unterm Augenlid aufgehoben. Er will sich quasi hinters Augenlid ritzen. Und das wird dann unglaublich reiben, jeden Tag, immer und immer wieder, bis ans Ende seines Lebens. Und bis ans Ende seines Lebens wird er daran denken, dass es verdammt nochmal hier nicht hochgeht. Doch, es geht hoch, sehr schön. Ja, und das ist halt der Ehrenplatz für Batman. Eine Narbe, die jeden Tag an seinen Augknubbel reibt. Tolle Idee, oder? Der ist so selbstlos, dieser Mensch. Nimmt sogar unglaubliche Qualen auf sich, nur um Batman ein Ehrenplätzchen für seine Narbe zu sichern. Ja, ja. Ja, Freako. Guti, schauen wir mal weiter. Sniper dürfen ja jetzt keine mehr sein, oder? Habe ich jetzt hier alle weggeknipst eigentlich? Weggeknipst? Also meine Fäuste können knipsen, ja. Komme ich denn da jetzt mal am effektivsten hoch? Da, das sieht gut aus. Ich will jetzt gern zum Riddler. Ach du Scheiße, immer noch Sniper, 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 Sniper. So, Moment, ich setze mich mal erstmal da oben hin. Ups. Und dann schauen wir mal kurz auf die Karte. Ach, da drüben ist der Riddler. Sehr gut, da will ich jetzt nämlich auch hin. Und was ist das hier eigentlich für ein Gebiet, für ein markiertes? Sollte ich jetzt die Augen offen halten nach irgendwas? Alfreds Milliarden bringen ihn hier nicht weiter. Also Mülle, Mülle. Achso, nee, das ist die Tür von Seth. Gut, okay, ist in Ordnung. Der darf ruhig Türen haben. Was ist denn das da unten? Warte mal kurz. Oh, fuck. Moment. Da brauchen wir. Zu glauben, dass Strange Zeug. Den Bürgermeister dazu überreden konnte. Was für eine irrsinnige Idee. Blup. So, so wird das was. Was lacht denn da? Hat er gerade was gelacht? Warte, das war eine Möwe, oder? Gibt's lachende Möwen? Komm, zieh dich noch ein bisschen ran. Das schaffen wir. Wie praktisch, dass diese lachenden Möwen genau hier beim Joker sind. Ein anderer Name für Hölle. Genau hast du das jetzt. Ach so, da, also in die Wand reingesprüht, das ist sowieso das Effektivste. Ja, die und keine zweite. Ist irgendwo jetzt hier so ein. Warte mal, wir müssen mal kurz ein bisschen rüber. Also die Möwen machen mich einigermaßen verrückt, aber es hält sich auch noch in Grenzen so ein bisschen. So, ich hoffe doch mal, da geht's nicht zum Joker, sondern zu einem Riddler-Geheimnis. War ziemlich gut versteckt, muss ich sagen. Es ist die blöde Fledermaus! Du siehst mich doch überhaupt gar nicht. Wo geht's denn hier eigentlich rein? Sag mal, wo bin ich denn jetzt gelandet? Lagerhaus 5B? Aha. 10 Gegner. Was ist denn das da oben? Interessant aus. Das sagt mir gerade echt überhaupt nichts. Wie entscheiden Sie denn jetzt, wer den Eiswürfel behalten darf? Ich will sie. Ich bin dran. Sonst bist du immer dran. Ah. Wie wäre es mit Schädelstein Papier? Kann man das zu dritt überhaupt spielen? Geht das? Das geht. Na komm, machen wir es. 1, 2, 3. Immer Papier. Wie wahrscheinlich ist das denn? Sehe ich aus, als wäre ich auf einer Schule gewesen? Ihr hattet alle Steine. Ihr wart anscheinend auf keiner Schule. 3. Kanone schlägt Papier. Kanone? Nein, Kanone schlägt kein Papier. Halt dich an die Regeln. Kanone? 1, 2, 3. Okay, wer ist der Was Typ in der Rüstung? Was zum Teufel ist das? Ach komm, Sie da. Dynamit. Vorsicht, Batman ist hier. Was? Ein gepanzerter Mitmesser? Jetzt wird's aber fies. Komm, kontern. Und ein gepanzerter mit Pistole. Oh, fuck.
betäuben und hacken. Lass den Spacken. Komm, wir machen einfach woanders hin. Und packen mal die Krits aus und machen mal sowas hier. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendeinen Knopf gedrückt mit einem anderen zusammen und dabei ist eine Kombo entstanden. Aber mir soll es recht sein. Uiuiui. Du wirst betäubt und bearbeitet. Halt, der da ist nervig. Warte mal kurz. Da sind wir aber gerade so noch vorbei. Hast du Angst, Batman? Komm, hör auf, mich immer zu hauen zu wollen. Das bringt überhaupt nichts. Oh, weia, ich nehme dir einfach dein Spielzeug weg und haus dir über den Kopf. Hupa, halt. Komm, da muss er mal kurz rüberspringen. Oh, das war voll gemein. Das kannst du schön behalten. Wow, alter. Komm, hier, du kriegst das. Du wirst gekontert. Zack, nimmst du dein Spielzeug weg. Und, aua, du auch noch hier. Meine Güte. Nimm doch mal die scheiß Tür weg, bitte. Und wehe, jetzt hebt die einer von euch auf. Ihr habt sowieso schon genug Panzerung an eurem Körper. Ranne. Zack, und du kommst als nächster dran. So, das Fressel für einen Schluss aufheben. Der 17er-Kombo gibt's voll den Fuß in die Fresse. Jetzt weiß ich endlich, was wir hier machen. Freys Frau ist in Sicherheit. Das sollte ich ihm sagen. Also, soweit ich weiß, ja, und ich weiß nicht viel, aber manches weiß ich, ist Freys ja deshalb so komisch, wie er halt nun mal ist, weil er Wissenschaftler ist und seine Frau hatte ein merkwürdiges Leiden, was er nicht heilen konnte, was er hofft, irgendwann heilen zu können, aber bevor sie dran stirbt, hat er sie in eine Art Kryoschlaf versetzt, also tiefgefroren, aber irgendwie ist das ganze Ding schiefgelaufen und hat ihn selbst in so eine Art Kryoschlaf versetzt, nur dass er dabei laufen kann und jetzt ist er quasi der schockgefrorene Mr. Freys und gewissermaßen unsterblich, genauso unsterblich wie seine Frau, nur dass er sich dabei bewegen kann, aber sobald es wärmer wird als 0 Grad, funktioniert diese ganze Kryo-Scheiße nicht mehr und dann stirbt er. Darum hat er diesen Anzug, der ihn quasi vor dem... Er ist unsterblich, solange er den Anzug anhat. Und das hier ist seine Frau und die ist halt in Stase. Die ist eingefroren, damit sie halt nicht stirbt und wenn er so irgendwann das Gegenmittel hat, dann taut er sie auf, heilt sie und sie wird sagen, oh mein Gott, Schatz, wie siehst du denn aus? Ich lass mich scheiden. Und Sarazar stand hier davor und hat gesagt, ja, jetzt haben wir die befreit. Schade, dass es keinen Dialog zwischen den beiden gab. Ich glaube, er hat nicht ganz verstanden, worum es in dieser Mission eigentlich ging. Nämlich, dass die Frau verdammtes Eis am Stiel ist. Wie rette ich die denn jetzt, bitteschön? Lebenszeichen minimal. Aha, kryogenetische Suspension. Ja, und da ist ein Dialog echt unangebracht, muss ich sagen. Also, weiß nicht. Wenn ich kryogenetisch suspendiert bin, dann... würde ich auch nicht viel reden wollen. Ah, guck mal, da ist was zum Hacken. Wo war das nochmal? Die Null? Ja, genau. Da musste ich mich jedenfalls sehr amüsieren bei dem Spruch. Gefrorener Köder? Wieso denn Köder, bitteschön? Wen hat das denn angeködert? Mich? Ja, haben sie nichts von gehabt? Ey, wollte ich nicht eigentlich zum Riddler gehen? Verdammt! Ich komme selbst davon ab. Also ich meine, ich kann es ja verstehen, dass ich von der Hauptquest abkomme, aber dass ich mir eine Nebenquest vornehme und davon abkomme, weil ich eine andere Nebenquest finde, das ist tricky. Also ich glaube, wir sind hier soweit mit der Riddlerfrau fertig. Wir müssen jetzt nur noch zum... Quatsch, mit der Riddlerfrau. Wir sind jetzt hier soweit mit der Frau vom Freezy fertig. Wir müssen nur noch zu ihm gehen und sagen, wo sie ist. Und dann kommt er und holt die sich ab. So ist der Plan. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge gehen wir zum Freezy Boy. Sagen dem, dass wir seine Frau haben und haben dann seinen unendlichen Dank. Davon können wir uns zwar nichts kaufen, aber den Freeze-Schuss hat er uns ja schon gegeben, also was sollte er uns doch schenken, ne? Da wird uns sein Dank wohl erstmal genügen müssen. Guti, ich mache einen Haken am Kalender, das war's jetzt erstmal für die erste Hälfte des Tages und vielleicht krieg ich noch bis Sonntag genug zusammen. Guti, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin der Baumer und bis es soweit ist, sage ich auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio!